Was die Allianz Suisse hat zum 15-jährigen Jubiläum einen Mitarbeiteranlass veranstaltet. Das Ganze unter dem Motto «To dare to». Das ist aufgegriffen worden und ist nachher innerhalb des Rahmens einer Expedition Allianz «Boost Your Courage» konsequent umgesetzt worden. Die Allianz Suisse hat seit rund zwei Jahren auf das Markenversprechen Mut gesetzt. Und dort ist es darum gegangen, dass man jetzt das, was man von den Kunden erwartet hat, letztendlich auch hat wollen, den Mitarbeiter erlebbar machen. Wir haben ein dramaturgisches Instrument entwickelt, den Courage-Meter. Mit dem Courage-Meter haben wir können den Mutlevel der Leute messen und den auch können anzeigen. Über Mut reden ist das eine, Mut zeigen ist das andere. Mut ist sehr individuell. Genau dort haben wir alle Gäste abholen und das entsprechend stärken. Das Wir-Gefühl fördern, die Motivation stärken, Kommunikationen unterstützen und auch die ganze Strategie natürlich entsprechend unterstützen. Wir haben die ganze Klaviatur von der Live-Kommunikation bedient. The world belongs to those who dare. Ist konsequent inszeniert und umgesetzt worden. Und konkret sind das Schweißtropfen gewesen, Stolzgefühle, Glücksgefühle, Jubel, Freudenschrei, Freudentränen. Und natürlich hat man es wirklich erleben, dass wir Gefühl, Allianz und auch die Botschaft das raustragen. The world belongs to those who dare. Interaktive Eventformate sind sehr beliebt und sie sind auch sehr erfolgreich. Doch wie macht man das mit der Interaktion? Naja, zum Beispiel, indem man alle Mitarbeitenden dazu auffordert, selber ein bisschen mutig zu sein, eine kleine Mutprobe zu absolvieren und so ein bisschen näher an seine Grenzen zu gehen. Und wenn genügend Mitarbeitende mitmachen, ja, dann eröffnet sich über das Courageometer gleich eine ganz neue Area, wo es wiederum neue Attraktionen und Highlights gibt. Ein schönes interaktives Konzept, was die Mitarbeiter von A bis Z eingebunden hat und was sicherlich den Geist der Allianz-Mitarbeiter verändert hat.